Aber man sieht, wir sollten doch etwas mehr Sachen mitnehmen, weil die Waffen, die ich später alle noch haben möchte, sind leider sauteuer. Aufwachen, ich will was kaufen. Beziehungsweise verkaufen. Eventuell auch kaufen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Okay, er hat schon etwas mehr. Hier aber will ich nichts von. Hol die Laserpistole von dem Gunrunners Arsenal. Ich glaube, nur die sind modbar. Die ganz normale Laserpistole könnte ich zum Beispiel nicht modden. Mir die hier noch dazu. Das hätte ich bei Cliff Briscoe eben auch machen können, aber jetzt ist egal. Auch die ganzen Mods werden hier nur für. Naja. Überschuss ist nicht gut. Bulk ist auch nicht gut. Was ist hier dann für eine Energiewaffe? Ach ja, lauter sprechen. Submachine Gun, weg damit. Halt. Das mache ich eventuell gleich. So, das Ding hier noch weg. Ich brauche es halt nicht. Damit wäre ich dann schon fast wieder am Ende. Na, was soll's. Ein Vergnügen mit Ihnen. Inventarmanagement, aber ich spiele wie gesagt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, erstmal wieder richtig sprechen. Und da wäre es dann doch ganz gut, wenn ich dann durchgängig gut ausgerüstet bin. Und naja, min-maxen werde ich wahrscheinlich eh nicht. Obwohl, wenn man so bedenkt, dass ich mir gerade oder dass ich die ganze Zeit mit so einem offene Dokument hier auf dem zweiten Bildschirm spiele, wo alles draufsteht, wie ich mich skillen werde. Naja. Da leuchtet Vegas wieder, beziehungsweise New Vegas. Achso. Die Zenturienrüstung. Ich habe die 10 mm, gut. Mein Mikro ist leider genau davor, wo momentan die Sachen stehen. Deshalb muss ich da immer so vorbeigucken. Damit ich überhaupt lesen kann, was das ist. Was? NCA Deserter? Ein Deserteur. Erkennungsmarke. Dass die ihre Erkennungsmarken noch mit dabei haben, finde ich sehr fragwürdig, weil man sie doch so sehr gut erkennen kann.
Den habe ich nicht erschossen. Oder? Nö. Egal. Deren Katan-Uniform. Schon überlastet. Oh, ich trage das blöde Ding noch. Ja. Gut. Das, ja. Ja. Daran kann es gelegen haben, dass die nicht so gut auf mich zu sprechen waren. 26, 25. Bringt beides so gut wie gar nichts weg damit. Ist zwar schade, sowas liegen zu lassen, aber was soll's. Naja, ab nach Norden. Wie viel Uhr haben wir? Halt. So. Damit man auch was sieht. Das haben wir jetzt in der halben Stunde geschafft, in der ich schon spiele. Das ist jetzt eine Folge und hiervon, glaube ich, die Hälfte. Wir haben davon angefangen, sind hierhin gelatscht, hatten einen Kampf, haben gelootet, haben verkauft, sind wieder hierhin, haben weiter gelootet, mussten nochmal was. Ja, nochmal gelootet und dann, ja. Das ist nicht viel. Das war's? Mehr nicht? Schade. Oh, eventuell treffen wir jetzt jemanden. Der sitzt doch hier, oder? Ist das der? Moment, erstmal gucken, wo ich gleich abbiegen muss. Ah, ja. Doch, das ist der, ne? Ja. The Lonesome Drifter. Howdy, kleine Lady. Was guckst du die ganze Zeit so nach rechts? Sie haben ja eine mächtig schicke Gitarre. Das alte Ding? Vielen Dank. Die Gitarre ist so ziemlich das Einzige, was ich von meinem Daddy noch habe. Wann ist Ihr Vater gegangen? Das ist jetzt schon lange her. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ma hat immer gesagt, er war ein mysteriöser Typ, der im Geheimen gereist ist. Wie lautet Ihre Geschichte, Fremder? Das würde eine Weile dauern und so interessant ist die Geschichte auch nicht. Trotzdem bin ich interessiert. Nun, ich wurde in einer kleinen Stadt geboren, drüben in Montana. Meine Ma und ich hatten es schwer, weil mein Pa uns verlassen hat. Ihr Vater hat sie im Stich gelassen? Ja, das hat er. Ich habe nie rausgefunden, warum. Ma hat immer gesagt, er sei ein mysteriöser Typ gewesen, selbst für sie. Fast wie ein Fremder. Also so wie ein mysteriöser Fremder? Wink mit dem Zaunpfahl? Ich glaube, er fühlt sich gerade etwas zu gut. Klingt, als ob Sie ihn vermissen. Sind Sie deshalb hier draußen und ziehen umher? Wegen ihm? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht habe ich mich bei meiner Ma auch nie richtig zu Hause gefühlt. Er ist also selber ein mysteriöser Fremder. Es muss schwer gewesen sein, ohne Vater aufzuwachsen. Leicht war es nicht. Ma hat sich die Finger wund gearbeitet, um uns beide durchzubringen. Und ich habe mit 15 in der Kohlemine angefangen. So spät erst? Als Ma gestorben war, wollte ich meinen Pa finden, um ein paar Antworten von ihm zu bekommen. Seither bin ich auf der Suche.
Und was werden Sie tun, wenn Sie ihn finden? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das selbst nicht so genau. Vielleicht frage ich ihn nur nach dem Warum. Vielleicht gebe ich ihm auch was auf die Zähne. Mann, je mehr ich darüber rede, desto mehr hört sich die ganze Sache nach einer Schnapsidee an. Klingt, als ob Sie sich davon lösen sollten. Vielleicht ein paar Wurzeln schlagen. Vielleicht sollte ich das. Sie kennen nicht zufällig einen Ort, wo ein Mann mit einer Gitarre einen Job finden kann, oder? Tut mir leid, da fällt mir leider nichts ein. Zumindest noch nicht. Foreshadowing. Naja, ein Versuch war's wert. Bis dann. Akustikgitarre. War für einen Moment gerade noch, nicht gestohlen, ne? So für eine Millisekunde. Also entweder ist das da vorne wieder ein Rabe. Oder jemanden, den wir helfen können. Jemanden, den wir helfen können, tatsächlich. Und da gibt es doch ganz bestimmt Munition. Ich will Boulder City. Boulder City heute noch schaffen. Guten Morgen. Die RNK weiß gute Bürger wie Sie zu schätzen. Ja. Hier saust der Sand entlang. Eldorado Trockensee. Ich hatte gerade gehofft, dass das hier ein, na sag mal schnell, einer der, der Militärtrucks ist. Jetzt haben wir es entdeckt. Sollen wir jetzt, nein, ich will nach Boulder City. Verdammt nochmal. Sind die beiden jetzt wirklich daneben gegangen? Die beiden Schüsse? Jalapeno. So, nichts. Gut, dann zurück. Nicht zu lange hier aufhalten. Also gegen Feinde ohne großartige Panzerung komme ich ganz gut an. Das ist ja schon mal was. Und ich glaube, warum ich gegen Feinde mit Rüstung überhaupt noch eine Chance habe, ist, weil Boone halt ein Scharfschützengewehr hat. Das dürfte ja pro Schuss relativ viel Schaden machen. Und Edie weiß ich gar nicht. Vielleicht, weil sie eine Energiewaffe hat? Da gehe ich bewusst noch nicht hin. Und wir nähern uns Boulder City. Ach, jetzt habe ich mir das Schild gar nicht angeguckt. Hab nur einmal so kurz drauf gestarrt. So, Boulder City, Hooverdam, Lake Mead. Hat aber auch schon bessere Tage gesehen, das Schild. Aber wenn man bedenkt, dass es hier mindestens 200 Jahre steht, etwas über 200 Jahre, hat es sich vielleicht doch ganz gut gehalten. Hallo, brauchen Sie was? Klar, hier ist mein Sortiment. Was hast du denn? Kettlecrot, was ist das denn? Ah, okay. Versuch, verursacht Ermüdungsschaden. K.O.
den Detonator wollte ich gleich nochmal ausrüsten. So. Ja, bringt nicht so viel, aber wir wollen jetzt mal nicht so kleinlich sein. Prim ist eingeknickt und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Howdy. Ich würde mal sagen, besser als die Situation vorher. Coyotes. Stimmt, der Detonator? Ja. War das das Ding? Ah, das war das Ding nicht. Das brauchen wir aber für C4-Charges, falls wir die nochmal brauchen. Wie viel wiegt das Ding? 0,5, das kann ich behalten. Aber ich sollte 10 mm wieder ausrüsten. Ach ja, und dann haben wir uns ja noch diese Kanone gekauft. Ist, glaube ich, auch eine Referenz an irgendeinen Film oder Serie oder Spiel. Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Wiegt 5 Kilo. Oder wiegt 5. Wiegt einfach nur 5. So. Ist ja, glaube ich, in Pfund gemessen. Ja, die muss ich auch noch loswerden. Ah, was soll's. Don't wait another damn minute. Visit Hoover. Hoover Dam today. Visit Hoover NCR today? Rangers give him hell. Boulder City. An diesem Fleck im Jahr 2277. Rangers und Soldaten der Republik Neukalifornien. Das ist blöd, man kann das nicht 1:1 übersetzen. An diesem Fleck im Jahr 2277 haben Soldaten und Ranger der, der Republik Neukalifornien die Truppen von Caesars Legion am Gefecht oder an der Schlacht am Hoover-Staudamm zurückgeschlagen. Über 100 Männer und Frauen gaben ihr Leben auf dem Grund von Nevada, um die lokalen Zivilisten zu verteidigen und die Prinzipien der Republik. Humble, möge dieser Humble. Ich weiß, was es bedeutet. Ich komme gerade noch nicht auf das deutsche Wort. May this humble stone be an enduring memorial to the Valor. Valor, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich würde mal sagen, Mut oder sowas und Tapferkeit. Genau, Tapferkeit. Ich bin wieder auf dem Stuhl. Also meine Katze kann sich auch nicht entscheiden. Auf dem Schoß, vor dem Fenster. Irgendwo langlaufen. So. Private Kowalski. Sind Sie auch hier, um Ihren Respekt zu erweisen? Kowalski, Analyse. Ach, na, ja. Sag mal. Immer Kabel fressen, ne? Das ist nicht gut. So. Was ist das für ein Denkmal? Es erinnert an die Schlacht am Hoover-Staudamm. Die Ranger haben Caesars Legion nach Boulder City gelockt und dann die ganze Stadt gesprengt. Die RNK hat trotzdem viele Truppen bei den Kämpfen verloren. Mein älterer Bruder hat sich geopfert, damit die Verwundeten evakuiert werden konnten. Tut mir leid, das zu hören. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wo sind Sie normalerweise stationiert? Im Camp McCarran, aber ich habe Freigang. Bin auf dem Weg nach Kalifornien zu meiner Familie. Ich sollte mich dort oben beim 188. einer Karawane anschließen. Aber sie soll erst demnächst ankommen. Okay. Tschüss.
Komm, wir machen's mal. Einfach, weil ich weiß, was passiert. Was zur Hölle machen Sie da? Mein Bruder ist bei der Schlacht am Hoover-Staudamm gestorben. Sie entehren dieses Kriegerdenkmal. Sprachlässig. Ich entschuldige mich. Das war unhöflich und respektlos von mir. In Ordnung. Entschuldigung angenommen. Lassen Sie es nicht nochmal vorkommen. Es hat tatsächlich XP bekommen. Gut, dann lade ich nicht nochmal neu. Tschüss. Er ist ja immer noch freundlich zu mir. Leg dich doch mal richtig auf meinen Schoß, dann fällst du nicht die ganze Zeit runter. Dösbaddel. So. Bicorn Saloon. Wisst ihr was? Wir gucken uns hier später um. Jetzt mache ich erstmal die Hauptquest, die wir hier haben. Ach, und jetzt willst du hinter den Stuhl und nicht mehr auf meinen Schoß. Toll. Naja, dann bin ich wenigstens näher am Mikro dran. Man kann den Bildschirm jetzt wieder besser sehen. Problem ist nur, jetzt bleibt mir ungefähr ein Zehntel von meinem Stuhl für mich. So, alles nochmal neu schieben. So,